Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Wir sind immer noch in dem Balakruf-Mausoleum und müssen uns irgendwie, ja, durchkämpfen, durch Fallen und was weiß ich, um das Siegel des Windes irgendwie, mein Gott, zu aktivieren. Glaube ich. So, wir gehen jetzt mal weiter. Ich habe hier alle Fackeln und so angemacht. Jetzt sieht mich nichts mehr. Au! Was soll das? Ein paar Apfelgel einsetzen. So, gehen wir mal da rein. Hier haben wir schon alles erledigt, glaube ich. Ja, ich tue mal ein paar Apfelgel einsetzen. Mein Gott. Jetzt kann man Wind schießen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt im nächsten Raum. Jetzt komme ich da rein und da ist direkt eine Fackel, ne? Was? Ach, schon gefragt, wo die ist. Corinne! Warum? Was? Warum? Oh Gott, was ist das denn? Ah, lass mich in Ruhe. Ich will nur hier gucken. Ey, wo bist du? Ah, verdammt. Bäumst. Boah, meine TP, ne? Aua. Geister, die immer so schnell weg sind. Ich tue da auch ein bisschen sparen, ein bisschen. Ich kann gar nicht so viele Dinge einsetzen, so viele Attacken. Mein Gott. Ich hoffe, wenn wir irgendwann stärker sind, dann, wenn wir viel Level haben, dann können wir so viele Sachen einsetzen, wie wir wollen. Dann sind ein paar TP nicht mehr so wichtig. So, weißes Silber. Ich will auch schwarzes Silber, hallo. So, darf ich jetzt hier mal. Also hat Gefühl, in den verdammten Steintafeln stand, was wir machen müssen. Aber will ich das jetzt wirklich alles nachgucken? Da steht da irgendwie was. Ah, lass mich doch in Ruhe. Aua, was so? Ja, du hart hier, du. Aber stur angreifen, dann bringt's schon was. Ja, stimmt, ich muss ununterbrochen angreifen, dann können wir nichts machen. Stimmt ja. Okay, aber schnell Level hier. So, prüfen. Was? Ah. Ich gucke jetzt nicht nochmal überall nach. Doch, mache ich. Ja. Der Stamm wurde als König des hier geboren, in Hagerstein gestern und morgen. Boah, das war unfair. Ich will das Ding ja noch in diesem Part schaffen. Wird ja noch irgendwie möglich sein, oder? Verdammt, ich triff nix. Verdammt. Wie schnell ich aber jetzt getroffen werde. Ja, ich meine, unten das Ding sagt uns, wo wir hin müssen, ne? Ja, was wir aktivieren müssten. Vor dem Macht der Götter bieten die reiche und Erde, die reiche Erde und die Stille der Erde. Reich schließt die blaue Prinzessin des Windes. So als würde man den Körper des Riesen im Sinne der Zeit bereisen. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss eher auf Glück gucken. So, gucken wir hier noch mal, was da steht. Ich vom Thron der Götter bis zur reichen Erde. Dann schaut die Macht der Götter. Ich habe keine Ahnung, das sagt mir irgendwie gar nichts.
Also wir müssen ja testen. Oh nee. Kann ich die nicht einfach anzünden? So, ich dachte, die wären jetzt weg. In der Reihenfolge oder so, ich weiß es gar nicht. Die wirklich anzünden. Ei. Was ist hier überhaupt? Das sieht so verdächtig aus. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Aber ganz unten war noch eins, glaube ich. Nee, da konnte ich nicht lesen. Doch, da ist noch eins. Was mit Reich der Erde? Ich glaube, Prinzessin und so was stand da. Ich nehme an, die Dinger stehen irgendwie für Elemente. Rot für Feuer. Nee, kann auch gar nicht. Muss ich ja machen. Wow, verpiss dich. Wo ist das Ding hin? Hier. Wow, verpisset ihr euch. Steht ja irgendwo ein Tipp, was ich machen muss überhaupt? Warten. Mein Gott, ey. Das ganze Let's Play ist irgendwie nur dafür da. Wie ich hier irgendwie rausfinde, was ich machen muss. Die ganze Zeit laufe ich hier durch das Let's Play herum und habe keine Ahnung, was ich machen muss. Die Kamera liegt voraus. Wo? Gucken wir uns die Dinger noch mal an. Langsam wird es ein bisschen lächerlich. Was von dem Thron der Götter dargebracht wird. In der Macht der Götter gebiert die reiche Erde und die Stille der Erde. Erreicht schließlich die blaue Prinzessin des Windes. So als würde man den Körper des Riesen im Sinne der Zeit bereisen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Muss ich hier noch irgendwas machen? Irgendwas? Wie kann ich die Dinge abstellen? Fließt vom Thron der Götter zur reichen Erde. Bewegt sich von der Macht der Götter zur Stille der Erde. Das heilige Siegel preist den König. Fließt vom Thron der Götter zur reichen Erde. Bewegt sich von der Macht der Götter zur Stille der Erde. Und wenn im Zentrum der Welt die blaue Prinzessin des Windes geboren wird, das ist doch irgendwie, das soll mir doch erklären, wie das hier weitergeht. Ich hab da doch gerade ein Dingens, ne? Leck mich. Immer ist doch mal genug. Aha. Hey. Willst du mir... Muss ich irgendwann ausmachen? Ich mach das mal aus.
So, warum bist du? Warum siehst du mich eigentlich? Ich hab doch. So, wir gehen die langsam aber auch aus. Ich will eigentlich in diesem Part hier schaffen. So, mach mal alles aus hier. Ich brauche kein Licht, hallo. Die sagen mir irgendwie nichts mehr. Prüfung in den Ruinen. Na, mada tsukanai no ka? Kitto, mo sugu da yo. Tame iki tsukanai de yo. Boku mo me itchau yo. Shiren tte kangaeta yatsu, inken da yo na. Nan no imi ga aru ndaro? Boku ni kikanai de yo. Er hat sehr geholfen. Natürlich gehst du dadurch zu. Ich muss hier alle einmal ausmachen. Ich weiß es nicht. Oder probiere ich hier alles. Fallen in den Ruinen doch. Koko wa hoka no tokoro ni kurabete mo akirakan ni iseki da yo na. So da Roido, yoi tokoro ni me o tsuketa na. Ga, Rifiru sensei.遺跡モードだったの?変な名をつけるな。はい。ここは王廟というだけあって、過去の王族の墓になっている。だから洞窟を防止するためのトラップがあるのだ。なんか飛び出してきて楽しそうですね。なんか、コミカルだよな。針に刺さって楽しいのか?そんなことないです。3人は楽しそうだけど、僕もう早くここ出たいんだけど。全くだ。 Aha. Ich meine, das habe ich doch schon probiert. Oh, jetzt muss ich auch mit so ein scheiß Ding wiederholen. Ey. Und zum Teufel, da war gerade nichts. So, oh, jetzt darf ich wieder alles anmachen. Wer erwartet mich denn noch hier? Mein, das habe ich doch probiert. So, jetzt. Nochmal das Ganze. Jetzt muss ich mir wieder meinen Ring hier verändern. Mein Gott, aber kann. Muss ich wieder meinen Ring umschalten. Die ganzen Dinger wieder anzuschalten. Nee. Muss ich jedenfalls. Weiß ich nicht. Ich mache es einfach. Aha. Warum? Ich komme wieder am Boss und der haut mich kaputt, weil ich gegen euch hier gekämpft habe. So, ich mache einfach alle Dinger wieder an. Ich mag die Dunkelheit nicht. Muss Licht sein überall. Blöd, dass man hier nicht auf Kommando irgendwie gehen kann, so wie in Tales of Graces. Wenn man Kreis drückt. Ich komme jetzt mit der Zelda-Serie nicht aus, aber ist halt nicht ein Soundeffekt von Zelda, wenn man das Ding da aktiviert. Ich hatte das Ding noch aktiviert, mein Gott. Ich habe gesehen, ich war doch noch am Glitzern. Ja, danke. So. Die Elementargasse und ihre Verbündete. Der Wind ruhen hinter dem heiligen Siegel. Wow. Don't say. So. Ja, gibt's doch nicht. Lass mich in Ruhe. Oh, nee. Ah.
Oh, Kraftschub, okay. I'll take it. Jetzt machen wir jetzt mal Dingen ein. Dann bin ich zu wach, okay. Ich glaube, das Spiel hängt hier wirklich nur von Ausrüstung ab. Den Kämpfen jedenfalls. Speicherkristall. Ah, wofür habe ich meinen letzten denn verballert? Wer den Speicherpunkt? Ne, aber wo habe ich den letzten denn? Ja, egal. Werfus in ein Volk des Windes. Geboren mit dem Wind, lebt es mit dem Elementargeist und beißt sich den Tod dem Wind. Okay. Die Welt ist riesig. Der Thron der Götter ruht in der linken Rubinhand. Die Macht der Götter ruht in der rechten Smaragdhand. Die Stille der Erde ruht in dem perlweißen linken Bein. Das Reichtum der Erde ruht im rechten der Topazbeine. Und der Lapislazuli-Körper ist die blaue Prinzessin des Windes. Ah, okay. Ich glaube, jetzt weiß ich sogar, was ich machen muss. In die untersten beiden und dann glaube ich der blaue. Ja. Speicher mal. Wer weiß. Weil ich mache langsam Fortschritte, aber ja, mache ich. So, jetzt muss ich wieder meinen Ring hier umändern. Und die untersten beiden. Er ist auch voll unfair, wie das Ding auf mich lauert. Danke. Geh weg. Boah, geh weg. Ich hab genug Kämpfe langsam. Ei, ei, ei. Das sieht so falsch aus. Ich weiß nicht, warum ich so zweideutig Gedanken bei sowas habe. So, das gibt's doch nicht. Lasst mich in Ruhe. Okay. So, dann. Das hier. Und das hier. Das hier. Und dann das hier. Weiß ich eigentlich verarschen. Mein Gott, das ist doch mal hoch. Da kann ich da durch jetzt. Ey, da gibt's doch nicht. Wie schnell können die mich wieder angreifen? Lass mich doch mal in Ruhe. Ey, wie konnte man nur so. Boah, ernsthaft, verpisst euch langsam. Boah. Darf ich jetzt durch? Boah, leck mich doch am Arsch. Was mache ich denn jetzt immer noch falsch? Reichtum der Erde und verkackten Dingens, ey. Was war im Ton der Götter dargebracht wird? Von der Macht der Götter gebiert die reiche Erde und die Stille der Erde. Reicht schließlich die blaue Prinzessin des Windes. Körper des Riesen. Was war Körper des Riesen? Ist doch mal. So, jetzt lass mich hier in Ruhe, ganz ehrlich. Das ist mein letztes Dingen. War da noch? Aua. Ich hasse diese Ruine. Oh. Ich will raus. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Jetzt riesig. Der Thron der Götter ruht in der linken Rubin an. Die Macht der Götter. Stille und Reichtum. Warte mal.
Der Thron der Götter. Das heißt, ich muss erst rote aktivieren. Die Macht der Götter. Rot in der rechten Smaragdhand. Smaragd nicht grün, egal. Macht der Götter brauche ich nicht, ne? Stille der Erde ist unten rechts. Er weiß linken Main. Das heißt oben links. Oben links, unten links. Oben links, unten rechts, unten links und dann die Mitte, ne? Aua. Aua. Also oben links, unten rechts. Dann unten links und dann die Mitte. Ja, immer noch falsch ist, ne? Ich guck noch mal nach trotzdem. Was vor dem Thron der Götter da oben links. Von der Macht der Götter gebiert die reiche Erde und die Stille der Erde. Was? Also oben links, oben rechts. Unten rechts, unten links. Oh Gott, jetzt kommen diese scheiß Piepmetze wieder, ne? Also. Kann ich pausieren. Da. Erst kommt Thron der Götter oben links, dann die Macht der Götter oben rechts, dann unten rechts ist die Dingens, die reiche, stille Erde, dann reiche Erde und dann oh, endlich. Das war glaube ich nicht richtig. Warum ist jetzt das Viech da? Die Krise. Wir sind eine halbe Stunde drin und ich habe keine Ahnung, ob ich das, was ich hier mache, richtig jetzt. Das ist doch da. I'm angry. This is my angry face. Aber wenn das keiner sehen kann. Wer wird sowieso wahrscheinlich der letzte Part. Für heute, das heißt, wenn ich hier immer noch nicht weiterkomme, werde ich nachgucken, was ich machen muss, weil das wird mir langsam ein bisschen so blöd, dass ich jedes Mal nicht weiß, wo ich hin muss. Das ist eigentlich mir eine Komplettlösung neben mir hier zocken, weil ich aber nicht will. Ja, ja, leck mich doch, lass mich doch mal in Ruhe. Wenn ich so weitergehe, will ich hier jede einzelne Kombination abgreifen, ne? Gucken, wie man da reinkommt. Ich habe das gemacht, was da stand. Da war noch das, was verlangt worden ist. Irgendeinen anderen habe ich doch gar nicht gesehen. Wow, Rainer hat keine TP. Jetzt ein Boss kommt, sind wir gearscht. Ganz eindeutig. So, wir haben Erfahrungsgeber, das ist doch auch was. So, komm du her. Komm du her. Ich hau dich kaputt. Dein Freund auch. Wo dich. Mein Gott. Hilfe. Ja, ich frag gleich, weil ich keine TP hab. Ah ja, ja, ja. Habe ich dann immer noch übersehen. Ich habe doch jedes Ding jetzt hier nachgeholt. Ich habe jetzt keinen Bock noch mal rauszugehen und nachzugucken, wo ist, damit diese scheiß Vögel schon wieder auftauchen. Ich will das letzte Mal hier gegen die kämpfen. Jetzt jede einzelne Kombination nutzen, wenn den Sinn kommt. Sind dann nur 16, glaube ich. Oder weniger. So.
Nehmen wir das hier. Das hier. Das hier. Falsch. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Falsch. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Richtig. Warum auch immer. Es ist richtig. Ist mir scheißegal. Also wir sind hier durch. Ich will diesen Ort nicht mehr. Weil es total Zufall ist, mir sowas von egal. Endlich! Der Altar, diese blöde Gänge und all das. Du hast keine Geduld. Warte, ich spüre unglaublich viel Mana. Ja, wir haben jetzt ein Problem. Wir haben keine TP, keine KP und so weiter. Besser wäre, wenn wir jetzt mal Game Over gehen. Japix, okay. Du mich auch. So, dann guck mal. 14.000, leck mich. Erfrost. Ja klar, du kannst so schnell Dinge einsetzen, ist klar. So, Dings, du brauchst noch, du hier. Du brauchst noch TP. Okay, den kriegen wir aber noch, da wäre gelacht. Okay, ich weiß nicht, woran das liegt, wie man Dingens einsetzen kann. Ist mir egal. Den kriegen wir schon noch. Ja, 4000 haben wir schon. Am besten noch mal eine Unison-Attacke. Ja, oder das. Ich weiß nicht, wodurch das immer aktiviert wird, aber egal. Ja, wir haben es jetzt und das ist gut. Komm, Sonic Fast. Spot Rain, warte ich. Und die Hälfte haben wir schon gut. Einfach diese Lust draufkloppen, wird schon klappen. Ich habe eine Menge Wut jetzt wegen diesen verdammten verkackten Ruinen. Ich glaube bloß nicht, ich habe jetzt wenig Lust, hier kaputt zu hauen. So, komm her. Wie kannst du eigentlich vom Gegner First Aid einsetzen? Ich finde es da wohl. Ah. Man muss doch fliegen, ey. Ich kann auch den Fang einsetzen. Oh Gott, Rain hat keine TP mehr. Natürlich ein bisschen weiter weggehen, Rain, danke. Ist vielleicht tot, ja. Mein Gott. Das Spiel ist eigentlich schon einfach, ein bisschen. Noch ein Kraftschub hat. Gut so. Radüsamulett und Hilfe der Geister. So, also wäre fertig, danke. Ich hoffe, das war's wert. Auserwählte der Erneuerung, du hast es bisher geschafft, eine große Leistung. Bring jetzt dein Gebet am Altar dar. Ja. O Göttin Martell, große Beschützerin und Näherin der Welt, gewähre mir deine Stärke. Jetzt kommt wieder die geilen Laserflügel.
Auserwählte Colette, das hast du gut gemacht. Das zweite Siegel ist nun gebrochen. Dankeschön, Vater. Nimm den Segen von Kruxis an. Hiermit gewähre ich dir weitere Engelskräfte. Vater? Warum hast du normales Siegel? Freue ich mich jetzt erst. Das nächste Siegel liegt weit im Süden, ein Ort der Reinheit, welcher die isolierte Insel berührt. Entrichte dein Gebet am Altar dieses fernen Landes. Vater, habe ich irgendwie eure Missfallen erregt? Das spielt keine Rolle. Für dich ist nun von Bedeutung, dass du ein Engel wirst. Der hat doch irgendwas aus, ich trau dem nicht. Die Leute, die einen irgendwie durchs Spiel geleiten die ganze Zeit, den trau ich allgemein nicht. Ich werde dich an dem nächsten Siegel erwarten, Colette, meine Tochter. Beeil dich, ein wahrer Engel zu werden, enttäusch mich nicht. Was ist mit dem los? Er redet immer, als sei er enorm wichtig. Entschuldige dich bei Colette. Es ist schon gut, Vater. Vater, Remil hört sich tatsächlich so an. Warum klatscht die ihn sinnlos ein, ey? Nun, sollen wir dann zum nächsten Siegel aufbrechen? Obwohl es sich genauso konfus angehört hat, wie immer. Hört auf, euch zu beschweren. Lasst uns gehen. So etwa einen Weg alleine so zurückgehen, okay. So, weitere Engelskräfte. Habe ich gehört. Aber anscheinend nicht. Oh, hier sind wieder hier. Ich möchte das letzte Ding hier noch haben. Also nicht hier, 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 hier. Ach, jetzt muss ich die wieder manuell alle aufstellen. Ich bezweifle, dass es so gut ist, was ich hier bekomme. In der einen Wand. Ich habe jetzt auch keinen Bock, ganz ehrlich. Ich will einfach raus. Ich wollte nur noch nie so sehr raus aus dem Tempel wie hier. Ja, und ihr kommt natürlich auch noch. Lass mich in Ruhe. Wir haben verdammt beschissene Tage, wir sind alle voll geeilt. Du stellst dich genau davor, du Sackgesicht, ey. Bist dich oder ich blast dich weg. Ah. 33 Minuten, mein Gott. Egal. So, raus hier. Ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Wahrscheinlich werde ich... Stopp! Diese Stimme. Nein, nicht die noch. Oh nein! Endlich ist der Tag gekommen. Diese alte Ruine sollte euer Grab werden. Oh, du bist ja auch hier. Bleib zurück, keine Bewegung. Fass mich jetzt an. Warum? Wir müssen noch kämpfen, wo wir doch endlich Freunde sind. Seit wann sind wir? Ich habe nicht vor, mich mit euch anzufreunden. Macht euch bereit. Aufpassen. Ist gerade ein richtig beschissener Zeitpunkt. Ich bin gerade richtig behämmert gelaunt, ne? Letzte Woche, worauf ich jetzt Bock habe, ist gegen dich zu kämpfen. Also bitte, macht's jetzt nicht zu... Oh, wenn ich jetzt verreck, ne? Resolute Killerin, was? Okay, du hast nicht so viel, das ist gut. So, machen wir es schnell, kurz und schmerzlos. So, wie viel hat das eine Viech? Ist das eine Tengu-Maske da hinten? Oh nein, was? Kraftschub? Wer? Die? Mein Gott, die macht ernst. Aua! Ich glaube, ich spinne. Okay, wer geht die ganze Zeit auf Dingens los? Kann ich denn nur einen von diesen Gels hat 60% heilt? Ich frage mich schon die ganze Zeit, wo sind die? Hast du die Stacheln da so im Hintergrund? Ich weiß nicht, irgendwie an Dingens, ja, kann ich jetzt nicht sagen. Ich möchte einige von meinen anderen Projekten spoilern. Das ist eine Wesen aus Tales of Grace F. Man ganz am Anfang geregnet.
So, war's das? Ah, warum kann ich nicht gewinnen? Die Gute und die Liebe werden immer siegen. Genis, bitte auf mit diesen dummen Zwergenregeln. Das Gute? Was soll das denn heißen, das Gute? Wenn ihr gut seid, bin ich erst recht gut. Ich tue auch noch. Hört alle sofort mit diesem Kitsch auf. Was wisst denn ihr? Wenn eure Welt erneuert wird, geht mein Land unter. Das werde ich nicht zulassen, so wahr ich hier stehe. Moment, was redest du denn da? Wenn ich die Welt erneuere, werden doch alle gerettet, oder? Diese Welt wird vielleicht gerettet. Halt, wer bist du? Du bist also nicht allein? Diese Welt, was soll das denn bedeuten? Dieses Mädchen, ist sie... Kennst du sie? Nein, verschwinden vorher von ihr. Ja, gute Idee. Ich mag dich, Kratos. So, speichern wir. Gehen dann hier raus. Also nicht hier raus, ich gucke wahrscheinlich nochmal nach, welche Kombination man für das andere Item braucht. Oder probier aus oder was weiß ich. Und dann verlassen wir diesen Ort für immer und ewig. Ich bedanke euch alle herzlich fürs Zuschauen für diese extrem lange Folge von Tales of Symphonia. Bis zum nächsten Part. Ciao.